Mahlzeit, Leute, es grüßt euch der Skeller. Der Skeller sagt Moin, was ist los? Willkommen zurück zu Portal. Ja, ich habe ein bisschen jetzt eine Pause gemacht seit den letzten Parts. Das heißt, ich muss mich erstmal selber wieder ein bisschen reinfinden, was hier Phase war. Wir haben ja die 19 Testkammern durch und irgendwie ruckelt das doch gerade ein bisschen. Da werde ich mal ganz kurz die Grafik etwas runterschrauben müssen. Das ist euch hoffentlich egal, einfache Reflexionen, Schattendetails niedrig, Shader-Detail niedrig, alles mal ein bisschen hässlicher machen, ne? Es kommt ja nicht nur darauf an, wie es aussieht, sondern auch darauf, wie es, ja, wie ich es kommentiere und sowas. Und Portal hat jetzt eh nicht so eine Bombengrafik, dass man da unbedingt alles... Jetzt ist auch noch der Bildschirm schwarz, aber jetzt scheint das schon viel flüssiger zu laufen. Naja, zumindest so ein bisschen. Keine Ahnung, was los ist, ich habe eigentlich nichts umgestellt, ich habe nur eine Pause gemacht. Offenbar wollte mein Computer einfach weitermachen. Nun gut, wir haben die 19 Testkammern hinter uns gebracht, wollen jetzt aber getötet werden oder sollen getötet werden, was ich ein bisschen gemein finde, weil Töten immer so eine Sache ist, die nicht so kerngesund für das Immunsystem ist. Und jetzt wollen wir hier natürlich ein bisschen abhauen aus diesen komischen Laboranlagen. Sieht irgendwie aus, als wäre hier auch jahrelang kein Mensch außer uns gewesen. Naja, egal, fangen wir einfach mal an. Ich glaube ja immer noch, dass ich irgendwie... Ich mache mal den Ton etwas leiser. Ich habe nämlich gerade keine Kopfhörer und das klingt ein bisschen doof, wenn man das nachher doppelt hört. Ich habe immer noch irgendwie den Eindruck, dass wir auf diese Brücke da müssen. Denn, wenn ich das hier mir so begucke, müssen wir wahrscheinlich in dieses Areal oder dahin. Und diese Tür da, die war ja bekanntlich zu. Also muss es irgendwie gehen, ne? Macht irgendwie Sinn. Warte mal, wo ist denn das Portal? Das sollte hier sein. Ich glaube, ich habe letztes Mal ganz übersehen, dass hier ja auch eine Plattform ist, auf die ich einfach relativ gut drauf hüpfen könnte. Warte mal. Was soll denn der Mist? So, jetzt zack. Okay, wir brauchen hier also das Portal Nummer 2. Hier so etwa. Ne? Komm schon. Ach, da geht's jetzt nicht. Jetzt werde mir mal nicht zu anspruchsvoll. Das ist ja wohl nicht der Wahnsinn. Oh Mann. Daneben noch ein Stückchen tiefer. Gar kein Thema. Wäh. Bin ich jetzt drüben? Nein. Nicht mal ansatzweise. Das ist wirklich sehr schade. Dann müssen wir das wohl ein bisschen gekonter machen. Naja, wir kommen hier nicht wirklich weit. Das ist ein bisschen blöd, dass man hier auf diesem Ding gar keine Portale machen kann. An die Decke da kann ich auch nicht einfach ins Zimmer, ne? Und auf diese Plattform? Auch nicht. Ach so, warte mal. Warum machen wir es nicht einfach da mal hin? Gucken wir mal. Hui. Hat das geklappt? Schaut gut aus, ne? Mensch, das war ja einfacher als gedacht. Yo, Leute, warum hört ihr eventuell den Sound doppelt? Ich hoffe, dass ich das so gut es geht rauszumachen kann. Vielleicht hört ihr den auch gar nicht doppelt. Wenn dem so ist, muss ich mich entschuldigen. Ich habe meine Kopfhörer ganz geschrottet. Wer Minecraft verfolgt, weiß ja, dass ich sie schon so ein bisschen geschrottet habe. Jetzt doch ganz und es ist leider gerade eine Zeit, zu der ich aufnehme, wo ich keine neuen gerade kaufen kann. Deswegen... Ja, müssen wir jetzt ein bisschen da durch, aber das ist, denke ich, machbar. Und auch die Ruckler hier müssen wir jetzt irgendwie überstehen. Okay, das ist alles schön und gut. Es sieht wirklich ganz danach aus, als wäre dieses Labor oder was auch immer seit Jahren von Menschen verlassen. Finde ich ein bisschen gruselig, aber macht eine schöne, unheimliche Stimmung. Dann gehen wir doch mal da entlang. Ja. Was ist denn da unten? Da ist irgendein Graffiti an die Wand geschmiert. Notausgang oben. Sieht gut aus, da hast du wohl recht. Da scheint wohl jemand in derselben Bredouille sich befunden zu haben wie wir und hat uns freundlicherweise einen Notausgang markiert. Und wir sind natürlich zu blöd dafür, um da hinzukommen, aber im Prinzip, ja, haben wir's. Okay, da drüben geht's auch noch irgendwo hin. Kommen wir hier, nee, hier können wir kein Portal machen. Deswegen. Das ist da jemand? Halt die Klappe, ich habe Angst vor dir. Du warst so lieb am Anfang und hast uns sogar Daniel und dann mussten wir Daniel umbringen und jetzt habe ich gar keine Lust mehr auf den ganzen Schmamsch. Hier sind sogar Handabdrücke. Da unten war ein Kubus, hey. Da ist gerade ein Kubus durchgefahren, habt ihr das gesehen? Schon wieder. Wie kommen wir da ran? Sollen wir da reinhüpfen? Aua. Hallo? Wir werden hier irgendwo gerade hintransportiert und ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber es scheint auch nicht falsch gewesen zu sein. Und... Okay, der Test ist
vorbei, gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Nee. Wo muss ich denn hin? Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Schlauch stehend. Durch diese Schleuse komme ich nicht mehr zurück. Aber die ist doch... Die lügt doch, die Frau, diese Computerstimme. Die ist doch eine reine böse Lügnerin, die uns, Ja, wir haben auch keinen Kubus, ne? Wir können hier gar nicht wirklich lang. Der Kubus ist ja hier kaputt gegangen. Das ist ja frech. Da ist jetzt so ein bisschen doof, weil... Unter diesen Umständen... Hab ich leider gerade... Wow. Keine Ahnung. Oder können wir uns so einen Kubus selber zusammenbasteln? Nein, das geht auch nicht. Hier fliegt auch kein Kubus hinab. Ach so, warte mal. Wäscht. So, jetzt muss ich jetzt die ganzen Rätsel nochmal machen, oder was? Nee. Ich hab Angst. Mann, das Spiel weiß doch auch eine interessante Stimmung zu erzeugen, muss man sagen. Der dämliche Kuchen ist mir gerade sowas von egal. Außerdem haben wir schon gesehen, the cake is a lie. Können wir hier irgendwie durchschießen? Natürlich nicht. Wir können auch nicht öffnen. Wir können nirgends wohin wieder. Wir müssen wieder etwas überlegen. Oh, jetzt ruckelt das aber schon ziemlich eklig gerade. Ah ja, jetzt geht's schon wieder. Wieso machst du die Tür nicht auf? Ich verstehe außerdem nicht, wieso hier gerade das Spiel so ruckelt. Das finde ich ziemlich frech. Aber da müssen wir jetzt leider durch. Ich werde das dann für den nächsten Part etwas schöner machen wollen. Also versuchen zumindest. Wir können ja auch nicht durchschießen, oder? Hä? Jetzt stehe ich mal wieder on the schlau. Ach doch, wir können da durchschießen. Aber können wir uns hier irgendwo auch ein Portal machen? Ah ja. Okay, dann haben wir erstmal das erledigt. Hier geht's nicht lang. Dann gehen wir mal hier entlang. Jawohl, ja. Ich habe ja mir mal sagen lassen, dass ich jetzt noch so... eine halbe Stunde Spielzeit so im Normalfall braucht, also bei mir wahrscheinlich länger. Gehen wir einfach mal hier lang. Das heißt, ich denke mal, mehr als zwei Parts wird das Projekt jetzt auch nicht mehr haben. Müssen wir gucken. Aber vielleicht stelle ich mich auch doof an. Das kennen wir ja auch schon von mir. Dann kann es auch ein bisschen länger dauern. Ich wäre dagegen, dass du mich hier zerquetscht, ehrlich gesagt. Warte mal, hier kann ich drunter her schleichen, aber will ich das denn? Ja, hier ist irgendwas, was mich zerquetschen will. Das ist schon okay. Also, okay, nicht, aber ich hab's kapiert. Nur kann ich hier wahrscheinlich auch nirgends ein Portal erzeugen, oder? Nee. Und da drauf hüpfen ist auch nicht so machbar. Also, kommen wir da irgendwie hoch? Guck mal, du hast doch zwei Arme. Du kannst dich da doch sicher hochziehen. Fräulein. Fräulein Jakob, können Sie das nicht? Nee, hier geht's auch wieder nirgends lang. Sehr schade. Ich bin außerdem gerade so zittrig. Das ist ein bisschen doof. Ich habe nämlich den Mördermuskelkater. Können wir hier irgendwelche Speicherdaten entfernen? Nö. Schade. Nee, ich habe den Mega-Muskelkater, weil ich gestern noch trainieren war. Und jetzt muss ich hier mit zittrigen Armen auch noch die Portale steuern. Ja, der Scully ist wehleidig. Ach, herrje. Nein, wo geht es hier dann lang, wenn es hier nicht lang... Okay, das ist, glaube ich, nicht ganz der Plan. Warte mal, hier konnten wir drauf, ne? So. Wenn wir hier oben sind, können wir zwar hier rauffahren, da hoch raus können wir nicht und wir können auch nicht irgendwie... Hä? Ach so, moin! Jetzt sehe ich's erst. Ja, der Scully, der ist ein bisschen blind, moin! Tja, jetzt bin ich hier und dann ist ja eigentlich einfach. Das muss man aber erstmal sehen. Und dann ist es eigentlich relativ simpel, durch diesen Raum zu laufen. Notausgang ist da vorne, sagen sie. Sagt uns irgendeine ominöse Figur, die mal mit Rot, vielleicht mit Blut sogar, Graffiti versprüht hat. Okay, und wo kann ich jetzt hier das Portal ansetzen? Ach, muss ich jetzt wieder zurück? Langsam reicht's aber auch hier. Ich will nicht immer nur hin, vorwärts und rückwärts und seitwärts und ranlaufen. Mein Hut, mein Stock, mein Regenschirm. So. Zage die Zack. Sind wir hier. So, gehen wir jetzt hier unten rein oder wie ist da der Plan? Ach nee, wir gehen hier oben raus. Moin. Ey, warte mal.
Das ist ein bisschen doof jetzt. Sehr schön. Ladedaten, das ist wunderbar. Dann kann ich mir erstmal einen Schluck Tee genehmigen, aber ich habe gerade gemerkt, dass ich mir gar keinen Tee gemacht habe. Hahaha, Scully, du Rally, du hast echt keine Ahnung. Mann, ich bin heute echt verplant, Leute. Es ist auch irgendwie doof, was ich gerade mache. Ich will einfach... Ich will einfach nur nicht getötet werden. Liebe Frau Computerstimme. Die hat sicher auch einen Namen, ne? Habe ich nämlich schon mal gehört, dass die irgendeinen Namen hat. Nur weiß ich leider nicht mehr, wie sie hieß. Schreibt mir das doch einfach mal gerade in die Kommentare. Wie hieß nochmal diese Computerstimme? Ist relativ bekannt, aber... können wir da irgendwas machen? Nö. Aber ich weiß es gerade leider nicht. So. Können wir hier nicht... Ja, wir könnten da bestimmt draufhüpfen und uns zerquetschen lassen. Sehe ich das richtig? Ja, das wäre natürlich ein wunderbarer Plan. Aber wir können auch woanders draufhüpfen. Einfach nur irgendwo drauf und dann versuchen, schnell hier wegzukommen. Zum Beispiel... Warte mal, da ist eine Leiter. So. Ist das der richtige Weg? Help! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das tut mir aber hier ein wenig... leid, dass hier jemand war, der um Hilfe geschrien hat. Oder beziehungsweise es macht mir auch ein bisschen Sorgen um meine eigene Existenz. Nein. Nein, nein, nein. Wo gehen wir denn jetzt am besten weiter? Wir können hier ein Portal erzeugen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Nur wo können wir das zweite Portal hinpacken? Also, beziehungsweise wo wäre es sinnvoll, das hinzupacken, damit wir irgendwo weiterkommen? Weil da kamen wir ja offensichtlich nicht lang. Nein. Oh, jetzt habe ich die Leitersprossen leider abgeräumt. Warte mal, da oben. Da könnten wir doch versuchen, ein Portal hinzustopfen. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Oh, 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 da. Und jetzt schnell weg. Wow, das war aber ganz schön knapp. Ich glaube, da hat sie es schon am Wurzel gespürt, unsere liebe Dame. Das war sicher nicht so angenehm, da fast zerquetscht zu werden. Aber zum Glück... hat der Scully sie nochmal vom Übelsten bewahrt. Achtung, Achtung! Hey, jetzt ruckelt es gar nicht mehr. Als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, bis bald, und sie riefen, und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Ja, das war wirklich toll. Ich war begeistert. Ey, jetzt sag nicht, dass das waren das diese Androiden, war das gerade diese Androidenstimme, da habe ich nämlich keine Lust drauf, dass die nochmal kommen. Die haben mich schon genug genervt. Nee, die kommen offenbar nicht nochmal, gut. Rüber, rüber. Und hier nach oben. Sagt uns die Notausgangsstimme. Beziehungsweise, was heißt Stimme? Die Notausgang-Kritzelei. Hier können wir wahrscheinlich wieder nicht aufmachen. Nö. Das wäre ja auch zu viel verlangt, aber wir können... wir könnten da ein Portal erzeugen und das könnte uns irgendwie vielleicht was bringen. Da müssen wir hin, offenbar. Okay. Haben wir da oben jetzt ein Portal erzeugt? Ich wage zu behaupten, dass das nicht der Fall ist. Sehr schade. Nee, warte mal, von hier komme ich. Wie ging das jetzt noch einmal? Da bin ich so hingekommen. Jawohl. So. Und da kann ich mir jetzt ein solches Portal hinmachen. Und da kann ich dann immerhin versuchen, hier rüber zu fliegen. Aber das wird ein bisschen schwierig unter Umständen. Jetzt bin ich wieder hier unten, oder was? Hier komme ich doch her, ne? Ja. Bin ich schon wieder hier? Okay. Wenn Sie meinen, liebes Spiel, dann bin ich auch gerne wieder hier. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen. Wow! Das war ein bisschen falsch platziert, das Portal, ich sehe schon. Aber jetzt ist doch schon besser. Ich sage die. Wow, es ist ein wenig ein Drehwurm hier drinne. Aber der Drehwurm, der hat sich heute mal nicht zu drehen. Der Drehwurm hat heute Feierabend, ist nämlich Wochenende. Der Drehwurm muss das jetzt mal unterlassen. Wie könnten wir denn... Ja, wir können hier halt dummerweise soweit nicht... Ah! Wow, ich bin hier auf einem Balken. Das ist ein bisschen gefährlich, aber unsere liebe Frau Spielfigur, die war bestimmt früher im Gymnastikverein und hat auf dem Schwebebalken mitgemacht. Okay.
Okay, das sieht ja irgendwie nicht so gesund aus, was hier gerade ist. Kommen wir hier rein, ohne gleich ermordet zu werden? Ich finde, es wird hier... Ist hier. Klappe jetzt. Ruhe jetzt. Ich komme, kehre sicherlich nicht mehr um. Hier ist mir doch das alles ein wenig zu gemein, was du vorhin zu mir alles gesagt hast und mich umbringen wolltest und was weiß ich nicht alles. Okay. Das sieht aber wirklich etwas unsicher aus. Sogar sehr unsicher. Hier können wir nämlich ganz mal eben ganz schnell zerquetscht werden. Da müssen wir also hin. Ja, kommen wir da denn so ohne weiteres hin? Warte mal, wenn wir da drauf sind, fährt das uns ganz in die Wand rein oder sind wir hier erstmal zumindest so halbwegs sicher? Hier sind wir erstmal so halbwegs sicher. Ist schon mal nicht schlecht. So. Da oben drüber. Gibt es da eine Möglichkeit? Nee, da gibt es keine Möglichkeit. Dann müssen wir jetzt wohl irgendwie hier runterspringen, um uns darüber feuern zu lassen. Na komm, das kriegen wir hin. Komm schon. Jetzt. Wow. Schade. Schade. Wow. Schade. Schade, schade. Nee, da ist ja eh ein Gitter. Da kommen wir ja gar nicht lang. Wo müssen wir denn... Wo kommen wir denn hier raus? das ist ja jetzt doch etwas irritant. Irritant ist das. Moin. Ja, packen wir das mal so. Gehen wir erstmal hier rüber. So. Das ist ja alles hier abgegittert. Da ist ja gar kein Entkommen möglich. Warte mal, aber da ist draußen auf jeden Fall eine weitere rote Zeichnung. Also irgendwo muss es hier lang gehen. Nur wo? Wo führt uns der Weg hier gerade lang? Ich bin etwas überfragt, aber das ist ja nichts Neues an mir, bei mir. Zagri? Nee, Zagri? Nee, auch nicht. Warte mal, wo war jetzt nochmal die Zeichnung? Wo wollen wir hin laut dem Bild? Hier rauf. Okay. Machen wir das doch nochmal. Wenn hier nicht die ganze Zeit diese komischen Stampfer wären und uns töten wollen würden, wäre das alles ein bisschen simpler. So. Ja, hier kommen wir hier hin. Das ist schon mal nicht schlecht. Die machen auch ein bisschen unnötig viel Lärm, die Viecher, ne? Aber wir kommen hier, wir haben hier einfach keine Portale. Oder halt keine Möglichkeit, ein Portal zu generieren, wenn ich das richtig sehe. Oder können wir an der Spitze von diesem Ding da oben vielleicht etwas... Nee, das geht auch nicht. Wenn ich irgendwie auf diese Röhre oben drauf käme, ne? Das wäre nicht verkehrt. Oder erstmal auf die hier. Das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Nee, das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Wir kommen nur dahin, höchstens. Dann wären wir hier. Okay. Gehen wir mal hier hin. Ach so. Moin. Was war das denn jetzt? Wir wurden nicht getötet. Ich bin beeindruckt. Durch einen Bug haben wir glücklich überlebt und sind jetzt... Hä? Hier? Oh, sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder ein Areal weiter. Und können... Ja, ich weiß gar nicht, wo wir gerade hinlaufen. Wir wollen natürlich irgendwie raus, aber... Orientierung oder so habe ich jetzt auch nicht gerade. Hier ist wieder so eine Kubus-Durchschiebstelle. Hier ist sicher mein Daniel auch hergekommen. Hat sich wohlgefühlt und dann habe ich ihn einfach ins Feuer geworfen. Armes Vieh. Gut, bei dieser Kubus-Durchschiebstelle bin ich mir aber auch gerade nicht sicher, wo uns das weiterhilft. Gehen wir mal hier auf diese Kubus-Durchschiebstelle. Ja, so nennen wir das. Es hat gar keinen anderen anerkannten Begriff, sowas wie Rohr oder so. Nee. Ich hab... Die ist ja mega creepy, die Frau, langsam. Die macht mir doch ein wenig Panik. Wo komme ich denn jetzt hier wieder sinnvoll? Das ist mir ein bisschen... Das ist jetzt echt gefährlich hier. Wo ist hier denn eine Möglichkeit? Ins Portal. Hopp!
Nein! Okay, ich bin in meinen Tod gestürzt, Leute. Das ist sehr schade, aber ist, denke ich, an dieser Stelle auch keine Schande, weil es wirklich gerade ein bisschen umständlicher wird. Entsprechend denke ich, dass ich jetzt auch mal wieder diesen Part hier beenden sollte, weil der ist bestimmt auch schon wieder ordentlich lang und wir wollen ja auch nicht zu sehr überziehen. Das heißt, es geht also am Montag nochmal weiter in Portal. Ich hoffe aber, dass es dann auch mal langsam abgeschlossen wird, weil ich megamäßig Lust auch auf Portal 2 habe. Nun ja, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar, eine nette Bewertung oder sonstige Streicheleinheiten für mich und für mein Ego freuen. Nein, ohne Witz jetzt. Ich mache jetzt mal Schluss und wir sehen uns im nächsten Part von Portal. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Macht's gut, euer Scully, der Rally. Tach.